Wir sind in der Latschenhütte und Sie sind die Wirtin. Ich bin die Waltraud Notdorfer von der Latschenhütte im Imst in Tirol. Oh, was ist denn, in welcher Höhe liegen wir denn hier? Wir liegen auf 1635 Meter. Da bekommt man ja Durst. Ja, das haben wir. Und für den Durst sind wir gut eingerichtet. Was gibt es denn Spezielles? Wir haben ein eigenes Bier hier von Starkenberg. Dann haben wir ein gutes Schnapsel hier zur Begrüßung. Oh, wow. Super. Und die ganz Musiker toll. Sind auch schon da. Super, mein Rat. Ja. Wollen Sie zu Schnapsel bitten? Nein, noch. Oh. Ja. Welche Art Gäste kommt denn zu Ihnen außer Wanderern? Also wir haben sehr viele einheimische Gäste, die aus Imst kommen, und dann haben wir international. Wir sind mit deutschen Gästen, Holländer, Belgier, Franzosen, im Sommer sehr viele Italiener. Und man kann sich ja verewigen bei Ihnen. Ja, verewigen können Sie sich auch. Die Hütte ist 90 Jahre alt und so sieht sie auch aus. Was muss man tun, um an diese Ehrenwand zu kommen? Diese Ehrenwand, das kommt von einem Skirennen. Das ist ein Skirennen mit einem Kartenspiel. Das heißt Muttelrennen. Ein Muttel ist ein männliches Schaf, das man hier beim Skirennen gewinnen kann mit so einer Medaille. Und das begehrt? Das ist sehr begehrt, ja. Prost. Prost. Prost, Prost. 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 Und die Prost. Musiker haben dann bestimmt noch ein kleines Ständchen für uns parat. Ja, ein Prosit können wir gleich machen. Mhm. Ja, singst du mit? Ein Prosit, der